mit der Orthopädie Schultechniker. Er hat zusammen mit Thomas Werner, den wir dann morgen noch hören, wo ist er? Ah, heute, ja. Mit Thomas Werner, Sie haben ein Geschäft in Baden und sind sehr, sehr und in Luzern, also auch für Innerschweizer zugänglich. Und Sie haben schon eine Riesenerfahrung, das dem, was ich angetönt habe, das ist notwendig in der Schuhversorgung. Ja, Mario, du bist dran. Ja, merci vielmals für deine Einführung, merci vielmals für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf und etwas über meine Erfahrung erzählen kann. Was können Sie erwarten von meinem Referat? Ich möchte Ihnen etwas Alltag vermitteln, ich möchte Ihnen nicht zeigen, was für Schuhe dass er Diabetiker tragen soll, weil die sehen nicht so schön aus in der Regel, sondern wieso, der Grund, wieso dass er sie tragen soll. Ich möchte etwas auf die Risikostufen eingehen, ich möchte Ihnen etwas Alltag vermitteln, Alltag, was Sie auch in der Praxis machen können. Gehen ist die beste Medizin, das hatte schon Hippokrates gesagt, und heute, also gestern und heute, als ich einen Kurs war, hätte ich immer Blutzucker senken. Ja, die müssen laufen, eine Stunde laufen im Tag, oder? Das ist eben die Empfehlung, die einem mitgegeben wird, oder? Und das ist eigentlich alles gut, und wenn man das sieht, das ist so ein Bild, das habe ich entnommen, Diabetes und Bewegung. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie diesen Patienten oder dieses Paar sehen? Sie trägt die richtigen Schuhe für die Sportart und er eigentlich die falschen Schuhe. Ich wurde auch gesagt, gehen Sie laufen, eine Stunde im Tag. Aber so richtig schauen, sind seine Füße überhaupt fähig zum Laufen. Und das sind dann diese Resultate, die Sie sehen. Ulzerationen entstanden durch repetitive Traumas, also die er nicht merkt, weil er eine Polyneuropathie hat. Etwas, ein bisschen Zahlen auch noch im Ganzen, es ist immer wieder lustig, es ist ja schwierig, Zahlen zusammenzutragen. Nicht jeder Diabetiker bekommt einen Fußsulkus, aber was wichtig ist, ist, dass die Rezidivrate sehr hoch ist, dann ist es wichtig, dass wir das eigentlich verhindern können, dass überhaupt ein Ulkus entsteht. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht. Dann Amputationen sind groß und man sieht da alle 30 Sekunden findet weltweit eine Oberschenkelamputation statt, ist eigentlich wahnsinnig. Also da entsteht oder besteht auch ein Riesenmarkt für uns. Und was auch wichtig ist, auch in der Schweiz gibt es viele Wund. Es gibt Zahlen auch über die Kosten in Schweden, der wird relativ gut erfasst, liegen etwa bei 30%. Der belgische Fuß ist eine der schwersten Folgekrankheiten, das hat der Jörg vorher schon erkannt, schon lange, weiß noch, Jörg, 1998 war mein erstes Mal, eben haben wir die zwei Broschüren zusammengeschrieben, und zwar der Grund, die 6 Risikostufen, auf die kommen Sie dann nachher bei dem Workshop, und der Jörg verteilt die großzügigerweise gratis. Aber eben auch Bezugsquelle. Will ich noch nicht so viel auf die Risikostufen eingehen, aber wichtig ist einfach, wenn Sie das sehen, dass Sie hier eine Risikostufe 1 haben, einen Diabetiker, ohne Polyneuropathie, ohne etwas, und der braucht eigentlich nichts, der ist ein normaler Patient wie wir. Wo das Problem aber beginnt, ist dann bei der Risikostufe 2, und hier ist eine vorsorgliche Schuhversorgung nach BESC nötig. Ich werde Ihnen hier noch Beispiele zeigen. Hier sehen wir dann schon 5 nach 12, das heißt, hier war schon ein Ulkus, hier haben wir schon einen Jarko-Fuß oder eine Amputation, da ist alles zu spät. Leider sehe ich die Patienten immer erst da und nicht vorher. Das Ziel müsste eigentlich auch sein, dass man diese Patienten vorher erfassen könnte. Das wollen wir verhindern, nämlich die Amputation oder den Rollstuhl. Vielleicht sitzt hier der falsche Rollstuhl, ich weiß nicht. Und jetzt wird das Alltag Fußuntersuchung, das ist etwas, was ich immer wieder feststelle. Man schaut schnell die Füße an, in der Praxis, ja nun, was sehen Sie da? Nichts. Was sagen Sie denn? Alles gut. Vielleicht etwas mit Kose, Socken anziehen, auf Wiedersehen.
Was gibt es für Befunde bei diesen Füßen? Auch aus der Testbroschüre, eben noch zum Vorschicken vorher, der Patient Typ 2 erwähnt, mit einer Polyneuropathie. Man sieht hier die verschiedenen Möglichkeiten, durch die Röhre schon angetönt, die eingeschränkte Gelenksmobilität, also vielfach ein Hauptsignus, dass man das gut abklärt. Und jetzt eigentlich wichtig noch, Risikostufe für die Desk ist es ein 2B. Die Desk entspielt hier eigentlich, dass man hier eine Schuhversorgung macht, bevor es zur Ulzeration kommt, je nachdem, ob der noch mit Serienschuhen oder ebenfalls allenfalls mit Maßschuhen versorgt werden muss. Und geben die diese Empfehlung ab. Wenn er das macht, ist das gut. Wenn er es nicht macht, macht er es nicht, weil er merkt es ja eigentlich nicht. Ist es ihm auch etwas egal. Und jetzt ist die Frage, ist alles gut? Stimmt das? Oder ist trotzdem nicht alles gut? Jetzt wollen wir die Füße mal richtig untersuchen, dann schauen wir die nochmals richtig an und schauen einmal zwischen die Zehen und hier sieht man schon ein kleines Malheur entstanden durch diesen Nagel, unsachgemäß geschnitten oder nie geschnitten, nicht eine Selbstverletzung. Hier nochmals interdigital eine offene Stelle, eine Zehendeformität. Und wenn ihr das Ganze noch von unten aus anschaut, haben wir hier einmal Perforans unter einer Hornhaut. Der Patient sagt, ah, das ist nicht möglich, ich habe immer teure Schuhe. Ich habe immer gute Schuhe. Und hat das Gefühl, dass er teure Schuhe, gute Schuhe hat, ich brauche, das reicht. Der Patient hat es auch nicht geglaubt und wir haben dann ihm das gezeigt. Das können wir nicht mit jedem Patienten machen, dass man die Schuhe aufgeschnitten hat. Und haben hier den Grund gesucht für dieses Rucus. Durch seine Polyneuropathie ist er aber völlig beschwerdefrei. Schuh ist auch zu kurz, bis 90% der Leute tragen die Schuhe zu kurz. Da mache ich die Druckstelle und die Nagelveränderung. Was können Sie selber tun, wenn Sie den Patienten nicht glauben? Sie können ja nicht immer weiter den Schuh aufschneiden, das kann auch jeder vornehmen. Die meisten Schuhe haben Fußbett, die können die rausnehmen, den Patienten auf das Fußbett stehen lassen. Und hier sieht man, dass die Schuhe zu klein, zu schmal sind. Man kann einen Umriss vom Fuß zeigen, die Sohle vom Fuß herausnehmen und draufstehen und ihm zeigen, dass es zu schmal ist. Er glaubt es Ihnen nicht, weil es nicht schmerzt. Ein neuer Patient glaubt Ihnen das mit Schmerzen, dieser Patient will es Ihnen nicht glauben. Die Fußuntersuchung, was können Sie machen? Sie haben eine eingeschränkte Gelenksmobilität, müssen Sie halt die Füße in die Hand nehmen, Fußdeformitäten, Atrophien der Muskulatur, vor allem in der Maden und der kurzen Fußmuskel, Veränderung von der Knochenstruktur, man Haus- und Nabelveränderungen und Schuhinspektion, weil die Traumatisierung durch das Schuhwerk sind der entscheidende Auslöser für Fußulzeration. Und jetzt, wenn wir das schauen, nach den Risikostufen, haben wir doch da auf der einen Seite eine Risikostufe 5, einen akuten Ulkus, da wir eine Versorgung mit Spezialschuhen dafür verwenden, weil diese Füße können wir nicht sofort versorgen mit einer täglichen Versorgung, sondern wir machen hier eine Übergangsversorgung, bis sich das Ulkus wieder regeneriert hat. Hier eine einfache Lösung, ein Waldibut, dann ein bisschen Vakodiabet oder die von uns selbst hergestellten Prothesen. Das ist auch mit den Kosten so, das ist die billigste Lösung, die teure und die ganz teure Lösung. Wichtig ist, dass die Füße, dass der Fuß ruhig gestellt wird, auch, dass das Abrollen nicht stattfindet, dass die Stelle mit dem Ulkus entlastet wird. Zusätzlich zu diesem Wadenbund hat sie noch eine Fußbindung zum Entlasten. Jetzt kommt das Entscheidende an, dass man nicht immer nur die Füße, den Fuß anschaut, der etwas hat, sondern der wichtige Fuß für den ist eigentlich der andere Fuß, der gesunde Fuß. Weil der muss gehen bleiben. Also schauen Sie immer beide Füße an, lassen Sie den Patienten immer beide Socken ausziehen. Wenn wir jetzt sehen, haben wir da auf der einen Seite eine Risikostufe 2b und auf der anderen Seite eine Risikostufe 5. Nach der Übergangsversorgung machen wir dann eine definitive Versorgung. Hier mit einem Oberschuh, mit einem Abrollen, wieso dass er die braucht, komme ich nachher noch zurück. Und hier nachher mit dem Fokus. Und jetzt ist wichtig,
Das meinte ich mit einer gefährdeten Stelle. Wer ist nicht geeignet, kann auch mit seiner Morgenstunde wieder laufen. Weil das muss eher entlastet werden. Die Rezidivrate sind sehr hoch. Wichtig auch, dass er eine Fußbildung bekommt, die bis vorne geht, keine halben Einladung, wie hier bei uns. Wir haben spezielle Bezugsmaterial. Das ist ein Langzeitlandtruck. Ich sehe, ob wir mit einer Belastung, mit der Breite, mit der Länge genügend groß sind. Wir können dies aber auch nachmessen. Und jetzt haben wir dann, wenn das abgeheilt ist, eine Risikostufe 3, wieder nach dem Mond. Und hier die Stelle nach 3 Monaten, die Stelle nach 7 Monaten. Es bleibt eben eine heikle Stelle. Wichtig ist auch, dass man dann schaut, der Patient, was macht er da? Der braucht eine Hilfeschuhe, auch zu Hause, weil viele haben das vernachlässigt. Zu Hause läuft er morgens und plötzlich ist er wieder offen. Haben immer die Schuhe getragen, aber nicht. Man muss den Grund nachgehen, wieso das dann irgendwie wieder etwas passiert. Der Unterschied, das müssen Sie sich gut merken, er spürt nichts, weil er läuft auf dieser Route schmerzfrei. Normal würde das sehr schmerzen, wir würden den Fuß entlasten. Dieser Patient entlastet den Fuß nicht. Das habe ich schon etwas gehört, Polyneuropathie, wichtig ist, das ist ein sensorisch-motorisch, also wir sehen das dann auch gemessen mit der Fluss der protektiven Wahrnehmung, also mit dem Monofilament oder dem motorischen. Dann haben wir bei der Polyneuropathie subjektive Symptome, die den Patienten klagen über Kribbeln, Paralysie, Taubheitsgefühl oder sie haben das Gefühl, sie haben eine Watte im Vorfuß, im Schuh oder im Socken und man zieht eben die Schuhe aus, bilden aber nichts. Wenn Sie das hören, denken Sie mal an eine Polyneuropathie oder das Fußbein oder Einschlafen. Und objektive Symptome mit Ausfällen von Gliktifikation sind Bewegungs-, Schmerz-, Temperatur, Ataxien, also Steppengänge, Lebenaufgefährdung, Achillessehnen, Reflexe. Die Polyneuropathie, ein erhöhter Druck für nicht zwei Monate, weil ich meinen Fuß entlasse. Wenn Sie Schmerzen haben am Fuß, entlassen Sie bewusst oder unbewusst die Stelle. Der macht das nicht, dann kommt es zu offenen Füßen. Welche Anzeichen gibt es beim diabetischen Fußsyndrom? Wir haben informelle Neuropathie, entsteht veränderte plantare Druckbilder, da komme ich nachher noch darauf zurück. Wir haben eine Fehlbelastung im Vorfuß, wir haben Druck- und Schärkräfte, wir sehen Druckstellen mit Hyperkeratose und hier ist wichtig, weil von der Hose Götz gehört, Hyperkeratose müssen abgetragen werden, weil Hyperkeratose verursachen auch zusätzlichen Druck, das kann man nachweisen in den Druckmessungen. Und wichtig ist, dass man immer den Grund einer Hyperkeratose, nachgeht. Und diese Hyperkeratose gibt es Einblutung, es kommt zu subkutanen Hämatomen, diese können Gerätschäden oder Haut zu Hautläsionen führen. Das ist dann auch, wenn die Podologen das abtragen und die Rote ist offen, dann heißt es, oh ja, die hat mich geschnitten, das ist aber nicht so, weil es unter der Hohen auch schon offen ist. Normalerweise würde eben diese Druckübernasse zu Schmerzen führen und zu einem Schonmechanismus. Der fehlt da aber. Jetzt ist auch wichtig, Veränderungen, das hat Dr. Böhm schon erzählt, wir haben eine verstärkte Vorfußbelastung, dann eine verkürzte Wadenmuskulatur und eine funktionelle Spitzfußstellung. Wir haben vermehrten Druck im Vorfußbereich und dadurch auch eine pathologische Gangart. Es gibt Veränderungen in den kurzen Fußmuskeln infolge der Atrophie, wir haben einen verstärkten Extensor-Tonus, wir haben Kontraktstellungen, wir haben Krallenzehen, wie so etwas im Schuhhaus sind, die Verschiebung des Fettgewebes davor, hier haben wir kein Fettgewebe, einen natürlichen Schutz, den muss man wiederherstellen mit einer Fußbettung, die druckentlastend ist und mit einem zusätzlichen guten Schuh, weil die Zehe in der Höhe erwartet ist und die normalen Schuhe eine zu wenig hohe Zehenbox bilden. Resultat dieser Veränderungen, überhöhter Druck, das Mal und Herfen. Wichtig, das Malperfans ist ein mechanisches Problem. Und wenn wir jetzt mal schön schauen wollen, Vergleich dynamische Druckverteilung bei Nicht-Diabetikern oder bei einem Diabetiker, da sehen Sie nämlich hier große Unterschiede. Hier haben Sie einen Maximaldruckbild, was Sie mit einer Platte messen können, völlig unauffällig. Hier auch eine normale Ganglinie, der läuft, die Drücke sind normal. Und wenn man jetzt das sieht bei einem
Der wird mit einem Polyurethanoptik, sieht das hier vom Bild her schon ganz anders aus. Hier der Schalterfuß mit einem Mehrdruck im Mittelfußbereich. Was ist das Problem? Wir haben eine verminderte zeitliche Belastung der Ferse. Infolge dem Spitzfuß kommt er nicht mehr richtig auf die Ferse. Hohe Druckwerte, erhöhte Druckwerte im Metatarsalregion, das heißt hier im Vorfuß, wir sehen höhere Drücke. Wir haben eine erhöhte Belastungsdauer im Vorfuß, oder so einen patschenden Gang. Sie hören die Leute meistens schon durch den Gang laufen. Wenn sie laufen, dass kein normales Abrollen des Fußes stattfindet. Und was auch wichtig ist, wir haben keine Drücke im Zehenbereich, also zum Teil fehlender Bodenkontakt. Und wenn man jetzt die Ganglinie anschaut, hier der Normale kommt mit der Ferse drauf und läuft normal. Hier der Diabetiker setzt zuerst einen Mittelfuß auf, schwankt, geht zurück nach vorne und dann findet dann ein Abrollen statt. Und wie das aussieht bei einem Normalen, können Sie hier schauen, der läuft normal über die Platte, normale Drücke, geht normal weg. Und das Ganze jetzt bei einem Patienten mit einer Polyneuropathie. Sie sehen, dass sich hier vorne früh, lang, viel Druck entwickelt. Ein ganz anderes Abrollen findet statt. Der Patient setzt sich zuerst mit dem Ferse aus, man kann zuerst mit dem Mittelfuß leicht auf den Boden hinten, geht nach hinten, schwankt, kommt nach vorne und entwickelt sehr, sehr viel Druck hier im Vorfußbereich. Das Ziel der Versorgung muss eigentlich sein, vor allem mit dem Schuh, das ist so, was ich angetönt habe, mit der Abrollung. Diese Drücke müssen wir ändern, damit wir ein solches Bild bekommen. Also wir müssen die Kontaktzeit und den Druck ändern, dass wir diese Druckspitzen brechen können. Und wenn man dann die Füße anschaut von so einem Patienten, dann sind die nicht spektakulär. Man sieht nichts, aber durch die Druckmessung wissen wir, dass diese Patientin gefährdet ist, hier vorne einmal Perforos zu entwickeln. Also man kann das vorher schon feststellen, bevor wir den Druck messen. Wichtig für die Prävention, ganz wichtig ist, dass wenn der Patient eine Retinopathie hat, dass eben die Füße auch betroffen sind. Und wenn Sie jemand anderen sagt, ja, Füße sind gut, schauen Sie nach, weil dann ist sicher etwas nicht in Ordnung, weil das jetzt vielfach vernachlässigt, weil es nicht schmerzt. Dann wichtig auch, dass der Betroffene, das habe ich heute auch schon in der Gruppe genommen, das betrifft auch immer alles, dass er und die Partner müssen orientiert sein, weil vielfach, wenn wir in einer Fußballstunde sind, muss der Partner zieht die Socken ab und dann sagt die Frau, ah, was so Füße hast du, habe ich gar nicht gewusst, dass das so schlimm aussieht, oder? Und dann auch, der Schmerz ist kein Maßstab, die podologische Behandlung ist wichtig, weil viele Maläure passieren mit der Nadelzellchirurgie, weil die Patienten nicht mehr beweglich sind und mit der Nabelzange gar nicht mehr richtig zum Fuß kommen. Und für die Prophylaxe geeignetes Schuhwerk. Multidisziplinäres Team. Ihr könnt ja auch feststellen, dass wir dann einfach das Bild überarbeiten, dass alle an diesen Füßen arbeiten, weil das Ziel sollte sein, dass wir dann alle auf unseren Füßen beweglich bleiben, fit bleiben, dass wir die noch lange selber oder die eigenen Füße brauchen können. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.